Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 mit dem Guten und dem Randy. Hallo. So, weiter geht's. Erstmal den Guten abtanken hier. Das Feld wird kleiner. Juhu. Langsam aber sicher, ja. Aber ich sag ja, mit einem Drescher wäre das Wahnsinn, oder? Wir haben hinten noch den Endbereich, weil ich ja immer durch die Mitte durch bin, oh, aber ansonsten haben wir es dann. Trifft for the win. Scheiße. Geil. So, weiter geht's mit der Saat. 0 Grad, oder? Man merkt, dass Winter wird. Ja, so langsam wird es richtig kalt, auch früh. Also ich war letztens beim Kumpel gewesen, da hatte ich das Auto 2 Stunden abgestellt. Das war am... Aber wann habe ich mein Gehäuse umgebaut? Am Mittwoch. Das wäre ja gestern. Oder am Dienstag. Da war es am Dienstag. Ja, Dienstag. Hatte ich das Auto 2 Stunden abgestellt, Scheiben zugefroren. Da war nur Minusgrad. Die Nacht war nur Minusgrad. Ich hatte -4 oder -6 Grad hier bei uns. Ah, ist schon kalt. Ist wirklich schon kalt, ja. Aber so im Winter sollte es auch kalt sein. Ja, aber wenn auch Schnee fallen würde, ja, dann wäre es nicht. Ach, ich liebe Schnee. Ja, Schnee wäre cool, dann könnte man mal wieder ein bisschen driften, ne? Warum reicht die Leistung nicht, um auf trockener Straße zu driften? Ja, bei Fronttrieblern ist das so eine Sache, ne? Ach so, das ist schlecht, auf jeden Fall. Das stimmt. Was hast du denn Schönes an deinem Gehäuse umgebaut? Ich habe ein neues. Ach so. Ja. Hast du nicht mehr dein umgebautes von damals? Mein umgebautes? Hast du da nicht irgendwie mal ein Video gemacht, dass du vorne irgendwas rausgenommen hast und da einen Lüfter reingesetzt hast und so? Na, ich hatte ein Husky-Gehäuse. Und da sind, da waren quasi vorne diese ganzen Einschubschächte für die, wenn du jetzt hier CD-Laufwerk und den ganzen Quark. Und das hat ewig viele Einschubschächte gehabt. Die waren aber aus Metall, also aus so gelöchertem Metall. Ja. Und da hatte ich noch 2 Lüfter dahinter, ja, aber da hatte ich nie dann. Ja, bei dem Video hast du das irgendwie erzählt. Achso, da hatte ich das erwähnt, das kann sein. Das kann sein. Ewig, ja. Ich habe es jetzt auch nicht mehr genau in Erinnerung. Genau. Das war noch, als ich dich kennengelernt habe, habe ich dieses Video gesehen, glaube ich. Habe ich mir deinen Kanal angeguckt und bin dann über dieses Video gestolpert. Ui. Siehst du? Ja, und ein Kumpel von mir hat jetzt ein Gehäuse gekauft. Das hat er bei eBay relativ günstig geschossen. Das kostet neu, glaube ich, 89 oder 99 Euro. Ist komplett gedämmt. Und ihm war es aber zu groß. Also ist ein Mini-Tower, aber ist halt ziemlich breit. Also breiter, ja, wie die normalen. Und er hat mir das nur erzählt gehabt und so. Und er hat aber 3 oder 4 Rechner zu Hause und hat aber alles diese Husky-Tower, die ich habe. Ja. Und wollte aber unbedingt ein weißes und er hat halt nur schwarze und da habe ich gesagt, ich habe ein weißes, wenn du das Gehäuse nicht möchtest, was du gekauft hast. Ich meine, wenn du willst, können wir tauschen. Dann nehme ich das größere, das kommt mir recht. Und da hat er gesagt, das können wir machen und dann haben wir das alles umgebaut in das neue Gehäuse. Das ist echt cool, das neue Gehäuse, muss ich echt sagen. Also du hast 3 Lüfter drin, 3 weiße Lüfter und das Schöne ist bei den Lüftern, die sind nur so reingeklipst und die sind nicht mit Kabeln befestigt, sondern die laufen einfach nur über so einen Kontakt. Okay. Und das heißt, du kannst die Lüfter einfach rausnehmen. Welchem Hersteller ist das? Ja, wenn ich dir das jetzt sagen könnte. Ich kann es dir per Skype mal schicken. Ah, okay. Ich weiß es jetzt nicht genau. Dino. Ja. Abtanken. Jo, Moment. Ja, und da haben wir das alles reingebaut. Und das Coole ist, es ist halt komplett gedämmt. Du hast direkt am Gehäuse die Lüftersteuerung auch noch, wo du die Lüfter halt hochregeln oder runterregeln kannst. Und du hast obendrauf noch eine Klappe auf mit dem Gehäuse. Da kannst du das direkt, die kannst du abnehmen. Und da kannst du direkt eine 3,5 Zoll Festplatte reinstecken. Okay. Also so ein Dock. Genau. Und das ist echt cool. Also... Das habe ich jetzt mal gesehen, da hatte Computerbildspieler hatte da einen Artikel gemacht wegen diesem neuen Aldi-PC, der da jetzt irgendwie wieder rausgekommen ist. Der hat das nämlich oben USO, das ist so ein rundes Ding, ne? Ich nenne es jetzt mal so ein kleines Rohr und dann halt so ein Stecker, oder? Hä? Ne, wenn du das oben andockst. Das sind doch, hast du hinten ja, einfach SA-Anschluss halt, ne?
Nur einer? Also nur ein Ding oder war das zwei? Also halt, ich nenne es so eine Art, ja, so ein kleines Rohr war das halt so und dann halt dementsprechend diesen normalen Anschluss. Ne, du hast ja für die Festplatte brauchst einmal Strom und einmal SA da halten, das war's. Richtig, und das Stromding ist aber rund, oder nicht, nee, der Anschluss? Ne, das ist flach. Ja? Das ist flach, okay. Das ist, glaube ich, ein achtpoliger flacher oder sowas. Okay. Weiß ich nicht genau. Ne, weil die hatten den nämlich getestet, ich glaube, der kostet 499 Glocken oder so, das all die Ding hat, glaube ich, eine GTX 600 noch was drin. Irgendwie ein i5 oder so, keine Ahnung. Soll gar nicht so schlecht gewesen sein, soll auch spieletauglich sein, aber gut, ganz ehrlich. Ja, es ist halt klar, die Komponenten sind halt, es ist kein Hardcore-Gamer-PC, logisch. Nee, aber für den normalen Gebrauch kann ich mir vorstellen, reicht das für die Leute wahrscheinlich aus. Spielt ja nun nicht, ja, will ja nun nicht jeder Far Cry oder AC auf Ultra spielen. Oder fröhlich den ganzen Tag Videos inkubieren. Oder das. Nee, das sollte man mit denen nicht machen. Ja. Ja, die Office-PCs kriegst du ja wirklich schon für 200 Euro nachher geschmissen. Ist ja nicht mal wert. Ja, bei mir wird dann irgendwann nächstes Jahr ein neuer Prozessor ins Haus stehen. Holst du dir einen Extreme Core oder? Ne, ich habe ja den i7-3770, das ist ja eigentlich jetzt ein ganz normaler. Ja. Ist ja nichts mit Extreme oder sonstiges, aber es gibt ja jetzt den i7, den 4960, glaube ich. Das ist der Extreme mit 8 Kernen, also mit 8 richtigen Kernen. Und den willst du dir mal gönnen? Nee. Das wird nichts. Also ich weiß nicht, wie der Preis technisch dann nächstes Jahr liegt, aber aktuell liegt da... Um die 900 Euro liegt der Moment. Der 950, ja. Für einen Prozessor? Ja, nur der Prozessor. Aber der hat 16, hat halt insgesamt 16 Kerne und halt 8 richtige Kerne. Ja, und 15 MB oder so, also das ist schon ein krasses Teil. Das ist heavy, ja. Aber wenn du überlegst, dafür kriegst du einen kompletten PC, ne? Ja, kommt halt drauf an, was du für einen PC willst. Richtig. Kannst halt auch für eine Grafikkarte 3000 Euro ausgeben. Wenn du die Titan Z kaufst. Was kostet die im Moment? 2,7, glaube ich. Ja, das geht ja. Wer es braucht. 8 GB RAM, glaube ich. Ja, wenn die Hardware nicht immer so schnell verhalten würde. Ja gut, mit der fährst du schon ein paar Monate. Naja. Aber trotzdem, das ist ja... Problem ist ja wieder, dass es im Endeffekt zwei sind. Ja, genau. Aber das Problem ist ja eben auch, als YouTuber oder wenn man eben aufnimmt, hat man halt das Problem, dass man, dass die Aufnahme, also das Spielen an sich, ich habe es jetzt wieder bei Far Cry gesehen, das Spielen an sich, klar, ist ein Ultra mit der Performance, die ich habe, ist alles möglich, ohne Probleme. Aber sobald du dann auch anfängst aufzunehmen, was ja auch Performance frisst, dann wird es halt schon wieder eng. Ne? Und ich habe dann teilweise, wo ich auf Max-Einstellung hatte, Far Cry, also alles, was ging, hatte ich eine 98% CPU-Auslastung und dann hat es angefangen zu ruckeln und dann musste ich da wirklich nochmal zwei... Ja, aber den wirst du mit einem anderen i7 auch haben. Meinst du? Die hat sich seit dem Ivy, ist das glaube ich, die 3000er, ne? Hat sich da jetzt auch Ivy Bridge, getan. Ja. Ja. Solange du nicht auf so einen Extreme Core gehst, hast du da eigentlich kaum Vorteile. Genau, ja, das ist richtig. Ich finde es immer beeindruckend hier, PC-Welt, die jedes Jahr diese Höllenmaschine verläuft. Ah, die bauen immer so eine Höllenmaschine, ja. Ja. Das Ding ist ja absolut übertrieben. Also ja, das ist so richtig übertrieben. Das ist auch Sinn von dem Ding, übertrieben zu sein. Ja, also das soll einfach nur absolut. Also ich glaube, da waren ja vier Titan nee, drin, ne? Beim aktuellen haben sie, glaube ich, viermal die 89 drin. Ach, viermal die 89 und dann, glaube ich, 8 SSD-Platten. Mhm. Ja, schön flottes Weight. Ja, aber das ist natürlich geil, ne? Ja. Also 8 SSD-Platten im Raid-Verbund ist... Oh yeah. Aber ich bin ja mal gespannt, wann man sich so die Festplatten mal leisten kann, die über PC Express laufen. Ja, ist halt im Endeffekt auch nur dasselbe, nur halt immer zwei sind ja eigentlich drin. Ja, aber die sind... Die sind ja nur zusammengefasst, also auch als Raid. Ja, aber von der Geschwindigkeit her sind die natürlich nochmal bedeutend schneller, ne? Lese, ja, aber du könntest dir auch einfach zwei normale holen und den Raid laufen lassen, dann hast du auch eigentlich dieselbe Geschwindigkeit. Das stimmt, ja. Da sind die PCI aber dann sogar fast wieder günstiger. Mhm.
Das ist richtig. Ja, wir können gespannt sein, was die Zukunft noch so technisch bereitet. Ja, einiges auf jeden Fall, das steht fest. Ich finde es erstmal gut, dass jetzt grafikkartentechnisch zumindest der Stromverbrauch wieder der Trend nach unten geht, weil das war ja nicht mehr normal. Also, wenn ich überlege, die 77 hat, glaube ich, war angegeben bei Volllast, also die ich hatte mit 4 GB Edition. Die war, glaube ich, angegeben unter Volllast mit 315 Watt, also ja, das muss man. Meine hat auch 250 oder sowas. Ja, aber wenn ich überlege, jetzt die 89 ist angegeben mit 165 Watt. Ja, da kannst du auch noch jede Menge übertacken. Ja, das mit Sicherheit, klar. Musst du halt dementsprechend halt die Lüfter dann auch umbauen, ne? Oder holst du halt eine übertaktete. Ja. Weil mit dem Originallüfter wird das nichts. Ja, original ist halt. Damit kommst du nicht über den TÜV. Deswegen ärgere ich mich halt eben auch so sehr, dass ich halt den 3770 habe und damals halt die 60 oder 70 Euro, wie viel es mehr waren, halt eben gespart habe für den K. Ja. Weil den K hätte ich übertakten können. Vor allem abtanken, PD. Mhm. Ja. Das war halt ärgerlich, weil da hätte ich mir jetzt einen ordentlichen Lüfter gekauft. Hätte ihn da drauf gesetzt und hätte da doch noch mal ein bisschen was rausholen können. Gerade mit dem Sandy Bridge ist das ja noch genial, mit dem 2000er. Da kannst du ja richtig hochknallen. Na gut, meiner hat ja schon Ivy Bridge. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Ivy Bridge war. Haswell war ja eher ein Problem beim Übertakten. Da hat sich die K-Version ja eigentlich kaum gelohnt, weil der einfach zu heiß wurde. Der war ja nicht so gut verlötet. Betriebssystem her würde mich auch mal interessieren, wie sie das hinkriegen. Windows 10 kommt jetzt, glaube ich. Soll aber auch erst in 2 Jahren, oder? Nee. Nicht nächstes Jahr? Also ich dachte auch eher. Also ich weiß, weiß es nicht genau, aber ich dachte Windows 10 soll nächstes Jahr schon kommen. Was ist mit Windows 9? Das haben sie einfach mal ausgedacht. Aber dafür gibt es ja gute Gründe. Ja, ja. Die wären? Ich weiß es nicht, aber es gibt tausende Videos, als dieses mit Windows 10 bekannt wurde. Ja, warum es kein Windows 9 gibt, sondern Windows 10. Anscheinend gibt es da Gründe. Ah, okay. 9 ist wahrscheinlich die persönliche Pechzahl von Microsoft oder so, keine Ahnung. Sowas spielt natürlich auch immer eine Rolle mit, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wo ich sagen muss, dass ich Windows 7 jetzt schon ziemlich gut fand. Ja. War mal ein XP-Nachfolger, definitiv. Nach dem ganzen Krempel, der da kam. Ja, vielleicht kommt Zähne auch mal wieder dran, oder Windows 7 wird halt wirklich wie XP oder über Jahrzehnte löwen. Jetzt ist Jahrzehnte, aber über Jahre oder löwen. Ja, ganz Windows 7 gibt es im Endeffekt jetzt auch schon wieder 7 Jahre. Ja. Ach, da wegen? Windows 7 gibt es jetzt etwa 7 Jahre, ja. Okay. Windows 8 gibt es ja auch schon 2,5 Jahre ungefähr. Wie, kein Zeitgefühl mehr. XP kam wann? 2004, oder? Gab's ja 3-4 Jahre, dann kam der Nachfolger. Also das ist jetzt 10 Jahre. Deshalb haben sie es ja jetzt eingestellt, die neuen Service Packs. Da kommt kein Support mehr für XP. Ja, wenn sie die Zähne ordentlich hinkriegen, war schon nicht so verkehrt. Ja, die machen ja. Es ist ja eigentlich fast eine Regel, dass die jedes zweite gut machen. Ja. Aber Windows 8 ist halt wirklich letzter Rotz. Also, ja, Windows 8 war ja, glaube ich. Gerade die Treiberunterstützung ist halt. Ja, direkt. Nee, aber ich hab's mir halt über bei Clicky über Team River angeguckt. Alleine die ganzen Programme, wo Skype, alleine wo das da ging es irgendwie um die Konfi. Weißt du, was bei uns jetzt klingt normal, da kriegst du da drauf und fertig. Das ist bei Windows 8 nicht. Ja, es ist ja App-basierend, oder? Ja, weil dann irgendwie das ganze App-basierend ist und dann hat er die Funktion nicht mit Benachrichtigung ausschalten, die sind komplett woanders oder gar nicht vorhanden und ey, totaler Rotz einfach. Mein Problem war, ich habe mir erst mit dem Rechner hier Windows 8 geholt und dann später wieder zurückgeschickt und wieder 7 installiert. Aber es gibt einfach sau viele Sachen, wo es keine Windows 8 Treiber gibt, weil die haben ja die ganze Treiberstruktur ziemlich überarbeitet und für mein Audio-Interface habe ich zum Beispiel gar keinen Trailer finden können. Und dann Trailer. Treiber. Gut, wie sieht's mit dem Tank aus? Können Sie mal vorbeikommen, ja. An die 80 habe ich gleich. Ja, mit der 8 haben sie sich echt selber ins Bein geschossen. Gut, dass du damals die 8 irgendwie für 20 Euro gekriegt hast oder so. Ja, aber die 8 ist ja auch eher so ein bisschen gedacht für Touchscreen-Monitore. Ja, das wird 10 auch wieder sein. Ja klar, also zurückgehen werden sie nicht, das ist schon klar. Aber diese Touchscreen haben sich auf PC meiner Meinung nach nicht durchgesetzt. Ja. Die K
Kacheln im Allgemeinen. Ich sah halt wirklich aus wie so ein Betriebssystem für Telefon oder so. Touchscreen brauche ich für eine Kasse und das war's, also. Ja, für was brauche ich ein Touchscreen am PC? Was ist das? Da kaufe ich mir ein Pad. Also, keine Ahnung. Am PC würde ich es absolut nicht haben. Vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, wenn ich da CSGO spiele und sehe da jedes Mal meine ganzen Finger auf der. Weißt du, weil ich vorher das Programm da geöffnet habe, so ungefähr. Das ist. Nee. Das geht gar nicht. Wie viel hast du, Randy? Muss ich gucken. 45. Naja, komm, tanke ich dich auch kleiner ab, wenn ich immer dabei bin. Das war doch schön, hey, Tino, wechsel mal der Waffe, ja warte, muss ich draufklicken. Muss erst so rüberwischen auf dem Bildschirm. Ja. Und dann am besten noch irgendwie einen 34 Zöller oder so. Ja. So, ich roll mal eben rüber zur anderen Seite vom Schreibtisch. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ja, ist ja die Zukunft, ne? Ja. Sind wir ja alle zu alt für. Naja, ich sag mal so, spätestens in 20 Jahren, ne, werden wir uns auch an den Kopf kratzen und sagen, oi. Was denn das wieder, versteht ihr? Es wird ja alles auch immer komplexer, das ist waren auch das. 10 Terabyte nicht früher mal in Ordnung? Dann hat die Micro-SD im Handy, wenn es dann überhaupt noch Micro-SD geben sollte, die 10 Terabyte. Ja, es gibt ja mittlerweile auch SSD schon wieder 1 Terabyte. Ja. Aber es gibt ja auch schon 8 Terabyte Festplatten. Ja. Die haben sie jetzt ja irgendeine Firma hat doch auch gesagt, naja, bis zu so und so viel, bis 30 Terabyte oder so wäre möglich oder so. Ach, das ist noch mehr möglich. Zumindest mit dem Baufaktor, wenn die den Formfaktor ändern, dann können sie da wieder ganz andere Sachen machen. Aber wie gesagt, also 8 Terabyte gibt es ja schon in einer Festplatte. Wobei so bis 3, 4 Terabyte ist das Preis-Leistungs-Verhältnis noch in Ordnung, danach ist es irgendwie wieder kaputt. Na klar, ist halt neu, ne? 8 Terabyte. Die zweite Frage ist, wer braucht es halt? Meine Firmen, alles in Ordnung, aber so als Privatnutzer. 8 Terabyte Platten? Ja, das Problem ist, guck doch mal an, die Programme werden immer heftiger, die Spiele werden immer heftiger. Was ist nur, was sind 40, teilweise die Spiele 30, 40 Gigabyte? Richtig, aber du hast ja. Ja, oder 40 Gigabyte hier so ein Part nach 7 Minuten. 17 Minuten. Ja. Also so richtig, ja, aber allgemein, klar, wenn du alle Spiele mal auf dem Rechner drauf lässt, klar, aber. Ja, dafür kommt ja auch schnell Internet entgegen. Es ist ja auch so, dass wenn du jetzt, guck doch mal auch, das greift in alle Bereiche über. Allein wenn du dir eine Kamera kaufst, ein Video machst oder Fotos machst, ja. Schau doch mal an, also die GoPro zum Beispiel, wenn du ein Video aufnimmst, das ist auch mal 500-600 MB weg. Ich möchte dich trotzdem unterbrechen, denn wir sind schon wieder über die Partlänge drüber hinausgeschossen. Es tut mir leid, aufgepasst. Naja, wir waren am Reden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, Däumchen da lassen. Ihr wisst, wie es meine Unguck ist. Und tschüss. Bis dann, oder? Tschüss.